herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eben das erste Mal dabei seid. Wir haben heute mal Weihnachtskugeln selber gestaltet im Vintage- oder Chevy-Look. Und wenn euch interessiert, wie das geht, bleibt ein paar Minuten dran. Viel Spaß! Um eigene Weihnachtskugeln zu gestalten, gibt es ja verschiedene Varianten. Ihr könnt da Serviettentechnik drauf machen, ihr könnt die einfach bemalen, ihr könnt die beglittern und was weiß ich. Oder ihr macht euch solche Weihnachtskugeln, wie wir euch eben zu Anfang gezeigt haben. Und dafür braucht ihr eine Weihnachtskugel. Ich habe mir jetzt einfach so eine Plastikkugeln gekauft. Die sind ganz billig bei eBay zu bekommen oder die findet ihr bestimmt auch bei Kick und sonst wo. Und dann braucht ihr ein paar schöne Ornamente, die ihr drauf machen wollt. Und da habe ich auch so ein paar verschiedene Sachen hier, die man auch bei eBay finden kann. Und ein bisschen lufthärtende Modelliermasse. Je nach Größe eurer Kugeln müsst ihr euch dann die Ornamente aussuchen, die ihr gerne machen wollt. Ich habe jetzt hier bloß so kleine Kugeln bekommen. Und deswegen habe ich diese kleinen Ornamente ausgesucht. Und es geht ganz einfach zu machen. Mit der Modelliermasse wird es einfach ausgefüllt, die ganze Form, dann wird es ein bisschen glatt gestrichen und noch so, noch nicht gehärtet. Also jetzt gleich kann man die dann wieder rausmachen und dann sind die noch schön flexibel und dann könnt ihr die auch um eine Kugel wunderbar rumlegen. Ich mache erstmal die ganze Form jetzt hier voll und dann machen wir sie gleich wieder aus der Form raus. Und noch bevor die Knetmasse oder Modelliermasse fest wird, müsst ihr die jetzt wieder aus der Form rausnehmen. Dann sind die noch schön geschmeidig, beweglich, biegsam. Müsst ihr natürlich immer ganz vorsichtig machen, gerade bei so zarten Teilen. Immer ganz vorsichtig die Form mitbiegen. Die sind auch ganz weich und flexibel. Und das mal kurz beiseite packen. Kommt immer darauf an, wie viele Kugeln ihr jetzt gestalten wollt. Dann könnt ihr schon mal im Vorfeld diese ganzen Ornamente fertig machen. Kann man diese Form da, die du da hast, kann man die nicht auch selber machen? Wenn du ein schönes Ornament hast, sagen wir mal, du kriegst jetzt von einer Freundin oder sowas dieses Ornament, dann kann man sich natürlich auch selbst eine Form machen. Ich hatte ja, da habe ich euch schon Videos gezeigt, ich hatte hier diesen schönen Schlitten von einem Freund bekommen mit den Rentieren. Dann habe ich mir da meine Silikonmasse genommen, also mein Dubliersilikon, habe mir das in eine Form geklebt, da habe ich auch noch was. Wenn ihr jetzt nicht immer so eine Pappform machen wollt, dann habe ich einfach einen Deckel genommen von einer Plasterdose. Da hat jetzt dieses Teil wunderbar reingepasst. Jetzt hatte ich hier oben noch ein bisschen zu viel Platz und habe dann hier einfach eine Pappe reingeklebt. Hier in das Teil habe ich dann mein Silikon reingegossen und habe davon praktisch jetzt meine Form selber gemacht. Also das geht alles zu machen und dafür zeigen wir euch ja auch Videos. Da könnt ihr bei uns schauen, wie das gemacht wird, Bellies selber herstellen oder Silikonformen. Da könnt ihr euch gerne informieren. Das kannst du ja unter Video verlinken dann. Ich kann es auch gerne unter das Video verlinken, das geht auch natürlich. Sogar die ganz zarten filigranen Teile hier, wenn man da ein bisschen an der Form wackelt und ganz vorsichtig macht, kriegt man auch die ganz zarten filigranen Teile raus und kann die dann gleich aufkleben. Das machen wir auch gleich. Hast du dir jetzt so einen Platzhalter darunter gelegt? Das ist nur, damit ich meine Tischdecke nicht versaue mit dem Kleber. Da wird jetzt einfach auf diese Embellies, die wir jetzt fertig gemacht haben, oder Ornamente, wie man es auch nennen mag, ein bisschen Bastelkleber drauf gemacht. Ich nehme jetzt hier den Bastelkleber und nicht Heißkleber, weil der auf Wasserbasis ist und sich gut verbindet mit dieser Modelliermasse und auch noch aushärtet, oder die Modelliermasse kann dann auch noch aushärten, auch wenn der Kleber drauf ist, verbindet sich alles super, hält super. Und ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert und ist eben für mich die beste Variante. Und dann nehmt ihr euch die Kugel, die ihr gerne verzieren möchtet, und setzt dieses Ornament an die Position, wo ihr das gerne hinhaben wollt. Ich habe das jetzt erstmal hier so ziemlich mittig gemacht. Mal schauen, wie weit das andere da jetzt gegenpasst. Einigermaßen gleichmäßig drauf bekommt. Und dadurch, dass es flexibel ist, kannst du es immer noch verschieben, ne? Dadurch, dass es flexibel ist, kriegt man es erstmal überhaupt an die Kugel rangelegt. Wenn es jetzt schon ausgehärtet wäre, würde man das ja nicht mehr biegen können. Und ja, man kann es auch noch ein bisschen hin und her schieben. Darf man natürlich nicht zu viel machen, weil man sonst die kleinen Teile, die jetzt noch weich sind
auch wieder ein bisschen verformt. Aber dann hat man so seine Kugel schon mal mit Ornamenten gestaltet. Da ich ja verschiedene Ornamente habe, mache ich mir jetzt erstmal verschiedene Kugeln fertig und klebe die erstmal so auf. So sehen dann jetzt erstmal verschieden gestaltete Kugeln aus. Einmal ringsrum dran geklebt. Und jetzt könnt ihr euch die Farbe aussuchen, mit der ihr die Kugeln gestalten wollt. Da wir die ja wieder in Schwarz-Weiß haben wollten, streiche ich jetzt meine Kugeln nochmal in Weiß über, weil ich die in matt-weiß haben wollte, aber auch in einem richtig rein weiß und nicht so, das ist irgendwie nicht weiß hier die Kugeln. Ich habe dann jetzt hier eine Acrylfarbe, Deka Color Matt. Ich wollte sie eben in matt gestalten. Ihr könnt natürlich auch einen Lack nehmen oder hinterher noch einen Lack drauf machen, aber jetzt ist ja so Kreidefarbe innen oder eben matt und deswegen streiche ich meine Kugeln in matt weiß. Die Farbe, die trocknet auch ganz schnell und die ist eben super deckend und deswegen mache ich das jetzt mit dieser Farbe. Schön werden die Kugeln auch, wenn sie rot werden, mit weiß abgesetzt. Rot und weiß, du kannst sie auch blau und gold gestalten. Wir können ja noch verschiedene andere Sorten machen. Man kann sie auch blau und gold, das sah auch edel aus, als wir irgendwas da blau und gold gemacht hatten. Und wenn ihr eure Kugeln dann alle bemalt habt, dann macht ihr euch ein bisschen schwarze Farbe auf den Finger und geht die Ornamente hier so ein bisschen nach. Und dann werden jetzt die erhabenen Stellen schön schwarz betont. Auch nur die erhabenen Stellen. Und dann hat man wieder schönen Schwarz-Weiß-Effekt. Hat Vintage-Kugeln durch diese schönen Ornamente und sogar noch Chevy Chic. Was? Alles auf eine Karte? Alles auf eins. Fingertechnik finde ich ganz amüsant. Wir haben dann unsere fertig gestalteten Kugeln erstmal an so einen kleinen Baum gehängt, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Die kommen bei uns draußen vor die Tür, aber unter eine Überdachung, dass da nicht so viel Feuchtigkeit drauf kann und nachher auch nicht der Schnee, obwohl die Farbe ja eigentlich wetterfest ist, aber ich weiß immer nicht, wie das mit der Modelliermasse ist. Und ich finde, das ist mal eine coole Variante, seine Weihnachtskugeln selber zu gestalten. Ihr habt dann jetzt gleich Vintage, Chevy Chic und Schwarz-Weiß in einem vereint. Probiert es einfach mal aus, testet die Sache. In diesem Sinne bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.